Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance, heute mit der großen Rache. Und wie ihr es am Zeichen oben links schon Ist das seht, dein Ernst? werden wir von den Wachen gesucht, die wollen mich in den Knast stecken. So, was war das denn? Was die aber nicht wissen, ist, dass ich sie jetzt alle umbringen werde. Dafür muss ich nur da hinten wieder hin. Dann werden wir schleichend alles töten, was eine Fackel trägt. Weil nachts werden meistens nur die Wachen rumlaufen. Dahinter scheint gleich einer zu sein. Ne, ist eine Wandfackel. Kann ich die abmachen? Ist das eine Wache? Ich weiß es nicht. Ich muss töten. Ich hoffe, ich denke dran, das Video für euch wieder ein bisschen heller zu machen. Dorfbewohner. Ich habe den, glaube ich, jetzt nur umgehauen, oder? Ich wollte ihn nicht töten. Erledigt. So, Schlüssel nehmen wir alle mit. Werde ich einfach alles töten. Wieso habe ich immer noch das Kampfsymbol? Ich hoffe, das hat niemand gesehen. Das kommt davon übrigens, wenn man ohne Fackel rumläuft. Okay, ich glaube, wir müssen einfach tiefer rein. Die meisten Wachen werden wahrscheinlich schlafen. Oh, Holzkohle. Nehme ich. Gut, die Kühe brauche ich hier nicht. Wie komme ich denn da rein? Ach, falsche Taste. Hier ist eine Zugbrücke. Hier könnte ein Schleichweg sein. Der Alchemist ist tot. Bienenstock. Na gut. Hier kann ich nicht rüberklettern, oder? Ich hasse diesen Bug. Oh, ich kann aufs Hausdach klettern. Ich weiß, ich könnte einmal rumlaufen. Ach, okay, wir laufen einmal rum. Ich wollte es aber wie die richtige Assassine machen. Über die Dächer. Hier ist eine Tür, hat mir das Ding angezeigt, ne? Hä? Was hat er für eine Tür? Jetzt werde ich angelogen vom Spiel. Egal, gut, laufen wir über die Zugbrücke. Aber hier ist, achso. Das eine ist für Pferde, das andere ist für Menschen. Puh, das ist diese zweitklassige Politik. Wer sind die denn alle? Haben die Angst vor mir? Oh, hallo, wer ist denn da? Bruder Fördner. Na ja, gut, aus Glück. Du hast Glück. Okay, oder auch nicht. Hey, was zur Hölle? Du Strauchi. Gut, ich lasse ihn in Ruhe. Aber jetzt kommen gleich die Wachen. Wache! Ich muss nur in den Schatten. Gut, jetzt habe ich sie alle natürlich aufgescheucht, ne? Ja. Die ganzen Fahrer, die möchte ich gerne am Leben lassen. Die könnten nämlich noch wichtig sein. Die Wachen sind halt diejenigen, die ich töten möchte.
da kommen viel zu viele. Wenn ich stehen bleibe, bin ich noch unsichtbarer für die Masse. Ich weiß nur nicht, was alles Wachen sind und was nicht. Leuchte nicht hier rein. Wo laufen die denn alle hin? Steinmütze. Nein, sowas. Es ist 24 Uhr. Wo laufen die denn alle hin? Wahrscheinlich nach Hause, ne? Da schläft er wieder. Ich nehme die Verbände mit, die kann ich gut gebrauchen. Ich sollte auf jeden Fall... was sind das, normale Bücher? Ja. Nichts zu lernen, super. Tolle Bücher habe ich da geklaut. Er flinkt wie ein Wiesel. Okay. Das geht noch nicht, das geht noch nicht. Sonst haben wir keine Bücher, ne? Na gut. Hast du nochmal Glück gehabt, Kleiner, dass du so wichtig bist. Oder dass du einen wichtigen Namen trägst. Ich musste mich noch rächen für die Aktion von vor ein paar Folgen. Diese böse Sau. Gut, die wird sich jetzt nicht mehr bewegen. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Oh. So läuft hier so nackt da durch die Gegend? Helfer des Klostermeisters. Okay, da hinten wohnen die Wachen. Ich bin euer neuer Archivist, guck mal. Hast du hier Bücher für mich? Einfach alles klauen. Nice. Vorräte. Oh, ist das geil. Ist hier noch irgendwas? Sehr schwer. Oh, schade. Gut, euch ist auch nicht mehr zu helfen. Aber ich kann mal wahrscheinlich nicht mehr beklauen. Ich geduckt, ja. Scheiße, ey. Die decken sich zu gut. Oh. Dreht er sich? Fuck. Okay, einen kann ich erwischen. Ich muss nur aufpassen, dass keiner hinguckt. Jemand sollte nachprüfen, warum der Typ umgefallen ist. Schweine, alles Schweine. Ob sie die Leiche sehen? Ob da jemand hingeht? Die patrouillieren richtig gut. Nur nicht gut genug. Oder doch, oder doch, oder doch. Die sind zu dritt, verdammt. Wie mache ich denn das? Oh, Moment. Moment. Ich bin jetzt leider nicht so ein guter Schütze. Aber ich probiere es einfach mal. Wir haben natürlich Puppenmachertrank. Deine Muskeln erschlaffen und du verlierst die Kontrolle über deine Gliedmassen.
Dein ganzer Körper ist erstarrt und du kannst dich nur mit großer Mühe bewegen. Heilt binnen einer Minute leichte Wunden oder die Auswirkungen eines Katers. Ups, ich habe mein Mikro geschlagen. Sorry. Wir hatten doch was anderes noch gemacht. Hatten wir Retterschnaps gemacht? Nee. Und was anderes hatte ich noch gemacht. Ringelblumenaufguss, ne? Naja, gut. Schade, ich dachte, ich hätte einen Rage-Trank oder so. Das wäre echt cool. Aber so kann ich natürlich damit nichts anfangen. Ich muss sie einfach beobachten und zuschlagen, sobald die perfekte Möglichkeit kommt. Scheiße, ich habe ihn nur heimlich umgehauen. Schnell töten. Okay, mal gucken, wie sie auf die Leiche reagieren. Problem ist einfach nur, dass da gleich noch ein zweiter kommt. Scheiße. Wohin hat sich dieser Mörder? Er kann nicht weit sein. Na komm, trennt euch. Das wird schon. Ich frage mich, ob die Wachen später ersetzt werden, wenn sie tot sind. Oh, er kommt her, er kommt her. Hier wird es langsam ungemütlich. Was macht ihr denn? Jetzt stehen die da beide. Bleibt er da jetzt ernsthaft stehen? Wo zum Teufel bleibt der Totengräber? Er wartet auf den Totengräber. Oh, wie geil ist das denn, dass die Leute sogar abgeholt werden? Okay, da muss ich anders agieren. Oh Gott, nein! Eine Leiche! Oh Gott. Allmächtiger! Wache, Hilfe! Da! Jemand wurde umgebracht! Mein Gott! Wache, rasch! Hier ist eine Leiche! Ich verstecke mich hier hinten. Allmächtiger, Wache, Hilfe! Das ist bestimmt der Totengräber gewesen. Das ist noch nur. Ach, da ist die Wache. Die Wache hat er bestimmt gerufen. Kann nicht weit sein. Scheiße, da ist noch einer. Oh Gott, sie kommen jetzt aus allen Löchern. Scheiße. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Oh. Okay, das war überraschend. Okay, wir gehen einfach außen rum. Und dann kommen wir von hinten. Ah ja, stimmt, da war ja was. Na, wer bist denn du? Schlafwandelst du etwa? Der läuft hier barfuß und halb nackt durch die Gegend. Wer ist das? Baumeister Karel? Der arbeitet sogar, wenn er schläft. Hey!
Verrat mich nicht, sonst bist du tot. Nein, den kann man sogar nicht töten. Crazy shit. Der steht da einfach immer noch. Okay, aber er muss hier abhauen. Jetzt kann ich den Typen nicht töten. Der wartet da tatsächlich auf den Grabfuzzi, ne? Ernsthaft? Der verarscht mich doch, der Typ. So, das war der nächste. Der wird das jetzt prüfen. Wenn ich den erwische. Fuck, jetzt töte ihn doch, meine Fresse! Was ist denn los mit dir? Mann! Er hat ihn nicht getötet. Ich sehe nix. Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Ich kann nicht mal kämpfen, weil ich nichts sehe. Okay, er hat mich verloren. Diese Scheiße, er kommt nicht mal so einen scheiß Hügel hoch, ne? Das ist... Oh! Kann ich hier rüberspringen? Nein. Oh. Wo bin ich? Was ist das hier? Wo zum Teufel bin ich gelandet? Ach, ich... Oh. Oh. Oh Gott. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Das heißt aber doch, dass die Wache hier draußen irgendwo ist und gleich wiederkommt, ne? Da ist er. Oh, ist das fies. Oh, ist das fies. Da kommt er jetzt gerade. Hab ich dich, du Arsch. Auch du wirst mir nicht entkommen. So. Hier war auch eine Wache drin, ne? Der wollte mich hier verprügeln. Nö, das war wahrscheinlich einfach nur wegen... einfach reingegangen. Naja. Wurden die Wachen jetzt ersetzt? Wir müssen auf jeden Fall da in den Turm rein und schlafende Wachen töten. Na Mensch, dann hat wenigstens der Bestatter ordentlich was zu tun am nächsten Tage. Oh oh. Ach, er entdeckt jetzt die Leiche. Da wartet der nächste auf den Bestatter. Aber du bist alleine, ne? Oh, da kommt jemand. Bist du eine Wache oder bist du so ein Helferchen? Jesus Christus, eine Leiche! Okay, das ist auf jeden Fall keine Wache. Jetzt muss ich nur aufpassen, denn die Wachen werden jetzt von überall hereingeströmt kommen. Und da ich jetzt momentan auf den Schlafplatz der Wachen zugehe, ist es ein bisschen blöd, wenn mir da plötzlich eine Wache entgegenkommt.
Komm ich da irgendwie hoch? Verriegelte Tür? Oh, ich will da hoch. Ich sehe da eine Leiter, ja, aber... Ah. Guten Tag, ist hier jemand? So, dann trainieren wir noch ein bisschen unser Knacken, ne? Können wir alles zusammen machen. Die Groschen nehmen wir gerne. Oh, Verband brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da entdeckt jemand die ganzen Leichen. Ah, tatsächlich, hier ist gar keiner mehr. Haben wir sie alle ausgeschaltet? Es wird auf jeden Fall fast tags. Wir können von hier aus spähen, ob da irgendwas im Argen liegt. Ich glaube nicht. Ne, wir haben sie auf jeden Fall nicht alle. Da leben noch ein paar, das weiß ich. Aber der eine kam auf jeden Fall aus der Kirche. Ne? Aber ich denke, wir haben genug umgebracht. Ich glaube, wir haben es jetzt. Wird auch sowieso langsam Tag. Was haben wir noch hier? Die Tür geht nicht auf. Die Tür geht auf. Ah, da ist nur so ein komischer Fuzzi. Schwer, damit kann ich trainieren. Da. Okay. Okay. Versuche ich es mit dem Controller. Ernsthaft? Komm, ein Versuch noch, ein Versuch. Ich habe nicht so viel Zeit, nicht, dass hier jemand kommt. Okay. Leck mich. Hier ist niemand mehr. Die Latrine? Schatzkarte. Dankeschön. Oh, die Truhe ist richtig schön groß. Oh, die hätte ich so gerne. Wow, so eine große Truhe und da ist ein Scheiß drin. Na gut. Aber wir sind jetzt im Kloster. Also kommen wir tiefer rein in die ganze Geschichte, ja? Ja klar, ich setze mich erstmal währenddessen nicht hier rumlaufe. Ganz klare Sache. Glaskelch, ja, nehme ich. Danke. Lesen. Ja, cool. Was kriegen wir dafür? Wir haben auf jeden Fall Kräuterkunde noch, stimmt. Kräuterkunde. Pferdekraut. Wenn sich in der Satteltasche deines Pferdes genügend wohlriechende Kräuter befinden, scheut es nicht so leicht. Du kannst Kräuter 15% teurer verkaufen. Wenn du Kräuter sammelst, bekommst du auch Erfahrung für deine Stärkeleistung. Oh, das ist gut. Was haben wir hier? Sämtliche Bücher in Läden sind günstiger. Wenn du zum ersten Mal ein Fresko, ein Kreuz oder einen Bildschocker blickst, brauchen wir nicht.
Die Lernstufe des Buches, das du am meisten gelesen hast, erhöht sich im Schlaf oder bei Überspringen von Zeit automatisch. Du hältst einen Bonus von 2 Punkten auf Redekunst, wenn du versuchst, Wachen zu überzeugen. Wissbegierig, ganz gleich, wo du dich zum Lesen aufhältst, du bekommst immer einen Lernbonus. Dann machen wir den Magistrat. Ne? Ich glaube, was Besseres finden wir nicht. Och man, den kann ich nicht klauen. Gucken, wie tief wir hier noch reinkommen können. Ja, Verbände brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, ich habe jetzt mehr als genug. Gibt's hier noch irgendwas? Ich wette, ich komme so auch in die Kirche rein. Oder später. Komm, ihr seid Mönche, ihr müsst ja wohl Bücher verschließen oder so, ne? Mönchskutter. Die nehmen wir mal mit. Nur für den Fall der Fälle, dass wir sie irgendwann mal brauchen. Französische Altarkerze. Okay. Ist das Mönch? Dieser Ort ist nur Mönchen vorbehalten. Verlasse ihn auf der Stelle. Okay. Los jetzt. Verlasse sofort das Kloster oder du wirst dafür büßen. Ja komm, folg mir. Am Arsch, mein Junge, am Arsch will ich diesen Platz hier verlassen. Der heilige Wenzel. Wieso trägst du ein Spinnennetz bei dir? Scheiße. Scheiße. Wer zur Hölle könnte das getan haben? Oh nein, ich miss den Tisch. Halt! Ich war's nicht. Du hast das gesehen. Allmächtiger, was? Als du zum Gebet? Du bist kein Mönch. Du hast hier nichts verloren. Ich hätte mich einfach als Mönch verkleiden sollen. Verdammt! Kann ich das jetzt schnell machen? Ich bin Mönch! Scheiße, sehr spannend. Hast du was von dir bekommen, was? Willst du dich etwa prügeln? Du weißt, dass ich stärker bin. Ich bin hier drüben! Au. Na, komm. Ist mir egal, ob ich hier gehasst werde oder nicht. Wenn ich den Typen jetzt erledigt habe, ist alles gut. Verdammt. Au. Na, komm. Ach, und der kommt mit der Waffe an, ja? Das nennst du kämpfen. Tschüss. Schön langsam. Was hast du hier zu suchen? Du darfst hier nicht sein. Wieso? Ich natürlich darf ich hier sein. Au! Okay. Das ist aber nur eins. Das wird eine Freude. Sind beide tot? Okay. So. Kann ich irgendwas klauen?
Eine verstellte Tür, okay. Hier kann man nichts klauen. Oh. Wie er rennt. Ich muss doch Mönch... Schlüssel vom Mönch klauen vielleicht. Vielleicht wäre es das. Ja, die werden sowieso jetzt erstmal die Leiche untersuchen und alles. Die werden hier nicht gucken. Kann ich fix mal ein bisschen was klauen? Karl der Vierte. Ich denke nicht, dass ich mich jetzt aus dieser Situation noch freikaufen kann. Oh, ein Goldkreuz. Ich würde gerne ein paar Sachen in die Satteltasche packen. Waffen, was haben wir denn hier? Ja, das brauche ich alles noch. Rüstungen. Satteltasche, Satteltasche, Satteltasche. Hatte ich schon immer nur die Sachen an? Wie auffällig bist du? Ja, das geht sogar. Cool. Tarne ich mich halt als einer von ihnen. Okay, was haben wir denn hier? Okay, das haben wir gelesen. Der heilige Wenzel. Matgekrieg. So, machen wir jetzt mit den ganzen Brennnesseln weg hier. So. Die Kumanen. So, dann kommt das geklaute Zeug natürlich alles sicherheitshalber weg. Ich kann sogar das Geld wegbringen. Karl der Vierte. So, jetzt geht es eigentlich vom Überladen her, ne? Einfach mal so eine Folge, einfach nur als Räuber durch die Gegend laufen. Ach, ist das schön. Kann ich euch zeigen, was ich alles gelernt habe, währenddessen ich alleine rumgelaufen bin. Er hat mich gar nicht verpetzt. Was sollen die ganzen Spinnennetze? Wieso sammeln die Leute Spinnennetze? Ganz seltsame Geschichte. Hallo, wo bin ich denn hier? Herausgerissene Buchseite. Was, ist das ein Questgegenstand? Ja. Na gut, dann haben wir schon mal das. Hier ist ein Ausgang. Wie cool. Oh. Hey, die Tür ist bombenfest. Kann man nicht irgendwie aufmachen. Aber ich weiß jetzt, wo wir sind. Oh. Also diese Tür hat so einen riesigen Schloss am Henkel, weißt du, aber die ist natürlich leicht zu knacken. Wo bin ich jetzt? Was ist das? Das ist eine Gefängniszelle. Crazy shit. Ja, geben wir mal das Boot. Okay, dann gehen wir hoch. Schauen wir uns hier mal ein bisschen Kloster um. Ich finde es gut, dass wir schon mal ein bisschen was geklaut haben. Wird uns später vielleicht sogar noch nützlich sein, wenn wir es schon haben. Was treibst du hier? Verzieh dich oder ich gebe dir Saures. Scheiße. Hey, du! Ha 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 ha!
Okay. Danke für die Groschen. Langstreckenpfeil nehme ich auch wieder mit. So einfach reagieren, wenn du ertappt wirst. Einfach ein Pfeil ins Auge. Ich habe ja gedacht, dass hier mehr Leute schlafen. Aber hier ist niemand. Eine Latrine für so viele Leute. Einfach nur Vor allem, ich bin doch gekleidet wie so ein Mönch. Also, man müsste doch wenigstens, keine Ahnung, denken, am Anfang, ich wäre einer. Ich meine, immerhin sehe ich aus wie einer. Außer die Frisur, die stimmt natürlich nicht ganz. Oh, da liegen die Leichen, aber passt keiner drauf auf. Wo sind die Mönche alle hin verschwunden? Sind sie alle geflüchtet? Ich glaube schon, ne? Ich bin nur einer von euch. Du zum hast hier nichts verloren. Hinfort. Wie wird man im Kloster aufgenommen? Was muss man tun, um im Kloster aufgenommen zu werden? Du musst lesen und schreiben können, Latein sprechen und ein Zulassungsschreiben des Abtes besitzen. Das Wichtigste ist jedoch, von christlicher Inbrunst erfüllt und gewillt zu sein, dein Leben unserem Erlöser zu verschreiben. Zulassungsschreiben? Na toll. Das ist deine geringste Sorge. So wie du aussiehst, ist dein größtes Problem dein mangelnder Eifer. Du würdest das Schreiben sowieso nicht erhalten. Sag mir, bist du in der Lage, deine Tage in stiller Meditation zu verbringen und zu beten? Dem Fleische zu entsagen und dich dem Dienste Gottes zu verschreiben? Was habt ihr hier für Blümchen? Kamille. Was hast du hier zu sagen? Salbei! Du darfst hier nicht sein. Willst du sterben? Ist es das, was du willst? Ich darf hier nicht sein, ja? Oh, tut mir leid. So, auch Ringelblumen. Wie cool. Tschüss. Geh doch mal in diese Richtung, ja. Ach, Kacke. Allmächtiger, was hast du hier zu suchen? Geh! Ganz funken. Ja, ich würde ja gehen, aber. Schön langsam, Bruder. Du stehst im Weg. Komm schon. Darf ich jetzt durch? Danke. Er ist geflüchtet. So, was haben wir noch? Sehr schwer, na gut. Dieser Ort ist nur Mönchen vorbehalten. Hä? Warst du nicht gerade da hinten? Hallo! Was muss man tun, um im Kloster aufgenommen zu werden? Du musst Gott dienen wollen. Ja, und wenn ich das tue? Das Wichtigste. Okay, wir brauchen also so ein komisches Schreiben, ja? Gibt's hier irgendwo einen Ausweg? Ich will langsam raus. Küche? Ja, ich könnte hier was essen, aber. Nö. Ist nicht dein Ernst. Ich hab doch Schlüssel. Oh. Wow. Ich hab den Alkoholschlüssel. Geile Nummer. Ich bräuchte meinen Schlüssel. Wer möchte gerne sterben? Was bist Allmächtiger, du? Was hast du hier zu suchen? Geh. Was hast du hier zu suchen? Du darfst hier nicht sein. Ich brauche einen Schlüssel. Oh, jetzt weg mit dir. So, hast du Schlüssel? Ich dachte, Mönche dürfen kein Geld besitzen. Du bist doch ein Novize, ne? Oh.
dachte, ich bin schon Profi. Es naht Böses. Ich... Na gut, gehen wir mal weg. Ich glaube, wir haben sämtliche Wachen erledigt. Bücher! Yay! Yay! Und so kriegt man Bücher, Freunde. Hauptsache Spinnennetz ist noch drin. Kann man hier auch lesen? Ist das? Ausgerissene Buchseite. Okay. Ich glaube, ich muss mich auch gar nicht mehr verstecken. Ach, hier ist das Alchemiezeugs. Bücher. Ach man. Oh ja, alles nehmen. Das finde ich gut. So, wo bin ich jetzt? Karte. Ich wusel immer noch hier rum. Da war ich schon drin, ne? Das heißt, ich bin jetzt sowieso fast ausgangmäßig. Und wir können gleich die Quest beenden. Also, hier gibt es ganz viele verschiedene ausgerissene Buchseiten. Das finde ich ganz interessant. Jetzt habe ich mich hier verlaufen. Warte, wo geht's denn hier hoch? Ach, zu den Büchern. Warte, waren unten nicht auch Bücher? Ja! Noch mehr Bücher! Werde zur richtigen Leseratte! So, währenddessen mich die anderen angucken, währenddessen ich klaue. Auch nicht schlecht. Du bist kein Mönch, du hast hier nichts verloren. Ja, ausgerissene Buchseite, cool. Oh. Los, beeil dich! So, aber hier ist der Ausgang. Ah, hier sind wir schon mal durchgelaufen, stimmt. Herausgerissene Buchseite. Wie viel wir wohl brauchen? Aber wir haben jetzt schon ein paar, ne? Ich wette, hier gibt es noch ein paar. Aber das wird jetzt nicht unser Problem sein, das wird später unser Problem sein, ne? Hauen wir einfach ab. Ich komme hier nicht mehr raus. Aber es ist nur schwer, ne? Es ist nur schwer. Es ist nicht sehr schwer. Das kriegen wir hin, Freunde, das kriegen wir hin. Ach, verdammt. Ich hab's doch schon mal geschafft. Das gibt's doch nicht. Okay, Mausempfindlichkeit runterstellen. So, sehr schön. Ich wusste es. Es war nur die Mausempfindlichkeit. Ich bin frei! Ja, ich bin wirklich frei. Ich hab schon gedacht, hier ist die nächste verschlossene Tür. So, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Kleine Racheaktion. Werden wahrscheinlich nie mehr wieder hier zurückkehren dürfen. Aber das ist jetzt nicht unser Problem. Darum wird sich der Zukunftsero kümmern, ne? Komme ich hier irgendwie noch raus? Richtig raus? Das ist doch bestimmt ein Schlüssel oder so, ne? Na gut. In der nächsten Folge werden wir dann erstmal kurz alle Bücher anklicken und zu so gucken, was wir alles so bekommen haben, ob da irgendwas Wichtiges dabei ist. Und ja, das sind die beiden Wachen. Egal, wir haben genug getötet. Ich bin aber weg. Ciao!